Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzeug für euch und willkommen zu einem Unboxing von einem weiteren Lorcana Ursulas Rache Display. Ja, ein weiteres Lorcana Display packen wir jetzt aus in diesem Video. Ich hatte euch gefragt, ob ihr noch mal eins sehen wollt und ihr habt geschrieben, ja klar, hau raus. Also, here we go. Wir packen noch ein weiteres Lorcana Display von Ursulas Rückkehr raus. Packen wir aus, raus, raus. Raus kommen die Karten. So, erstmal hier mit der Keyblade aufmachen. Und dann mal schauen, was wir hier ziehen. Ich hatte zwar ja eine Enchantment gezogen, aber es war tatsächlich nicht die Art. Nee, gar nicht. Ich hatte in dem Display noch keine Enchantment gezogen. Ich weiß es mittlerweile gar nicht mehr, weil ich das so schnell oder so relativ zeitnah hintereinander geöffnet habe. Hatte ich jetzt die Enchantment von dem Schiff? Hatte ich die hier in Ursulas Rückkehr gezogen oder war das von Tintenlande? Ich glaube, nee, es war bei Tintenlande. Bei Ursulas Rückkehr hatte ich noch gar keinen Enchanted gezogen. Und hoffentlich, vielleicht, haben wir jetzt das Glück, dass ich eine Enchanted hier rausziehe. Aber natürlich sind die Chancen immer sehr gering. Von daher weiß man nicht, ob man wirklich eine bekommt oder nicht. Es sei gesagt, ich habe ja schon ein Display aufgemacht, deswegen werde ich über die Karten wahrscheinlich ein bisschen schneller hinweggehen dieses Mal wieder. Weil die meisten haben wir schon einmal gesehen. Und ja, mal gucken, was wir hier so ziehen. Also, 12 Karten pro Booster sind wieder drin. Erstes Booster geht auf jetzt. Vorausgesetzt natürlich, ich kriege es auf. So. Ich habe ja in der Community gesehen, einige von euch haben sehr schöne Sachen gezogen. Bin ich auch positiv neidisch drauf, ja. Auf jede Person, die da was Cooles rausgezogen hat. Und ich bin gespannt, was ich jetzt hier rausziehe. Wir haben das Wintercamp, Erste Hilfe, Raya, Wächterin des Drachenjuwels, Pico, hilfsbereiter Tukan, Gunther. Gunther wäre gern Innenarchitekt, Zauberbesen, Luftreiniger, Abschaum und Meerschaum, Iduna, fürsorgliche Mutter, Kaiserlicher Bogen, Bruno Madrigal, diese Familie und Hans, adeliger Halunke in Holo. Wo packe ich die Holos? Die Holos packe ich mir hier. So. War jetzt, glaube ich, noch nichts dabei, was wir vorher nicht hatten. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Aber mir fehlen tatsächlich ja noch einige Karten aus dem Set. Von daher mal sehen, ob wir jetzt alle zusammenbekommen. Wir haben eine Vitalsphäre. Mit Schwung in die Aktion. Ausweichen. Aurora. Ursula, Ariel, entschlossene Meerjungfrau, Tritons Dreizack, Pech, großer Steindrache, Namari, ich glaube, die habe ich noch nicht gehabt, cool. Katakalo, gemeiner Hund, ich glaube, die hatte ich schon, aber auch cooles Artwork. Und Zauberbesen, lebendiger Feger. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich den schon hatte, jetzt sogar ein Holo. Also einige von euch haben hier auf dem Discord gezeigt, dass sie Enchanted rausgezogen haben. Lob und Anerkennung dafür. Echt cool. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich auch noch in den Genuss komme, aber man weiß das nie vorher. Booster öffnen ist immer auch ein bisschen Glücksspiel, das ist klar. So, Olaf, vertrauensvoller Begleiter. Mirabel, Madrigal. Schlägerei. Arme Seelen in Not. Pegasus. Aladdin. Schwefel, Donald, Musketiersoldat, Nessus, Fluchtwächter, Rückkarte, Kanone der Era as Legacy, Zeus, der geölte Blitz persönlich und Ariel, entschlossene Meerjungfrau in Holo, nice, schöne Holo-Karte. Übrigens, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, das fünfte oder sechste, ich bin mir gar nicht sicher. Das ist jetzt das fünfte oder sechste? Ich glaube, das ist das fünfte Set, ne? Wurde jetzt angekündigt. Habe ich auch auf Discord schon gepostet. Da ist der Fokus scheinbar auf Zumania und Frozen 2 und Wreck-It Ralph. Mal sehen, was da dann später so alles drin sein wird. Werdet ihr wahrscheinlich natürlich auch ein Unboxing hier auf diesem Kanal dann sehen, wenn euch das interessiert. So, wir haben nochmal eine Schlägerei. Tic-Tac. Versteckte Grotte. Tuk-Tuk.
Tuck, tuck, tick, tack. Schallplattenspieler. Ariane, Schloss und Meerjungfrau. Bonusrückkehr. Li Shang, Hauptmann des Kaisers. Seeräuberleben. Kriki, die Glücksgrille. Und die Unterwelt. Oh, ich glaube, die habe ich tatsächlich noch nicht gehabt, die Unterwelt als Ort. Das ist nice. Und, oh, Tritons Erlass. Schaut mal, in Holo sieht die sehr nice aus. Cool. Cooles Ding. Schönes Ding. Tritons Erlass. Natürlich bete ich bis heute immer noch, dass wir irgendwann noch weitere Disney 90er Cartoon Franchises in Locana bekommen. DuckTales war erst der Anfang. Da muss noch mehr gehen. Wir wollen Darkwing Duck. Ja, und wir wollen natürlich irgendwann King Mars. So, dann haben wir Benja. Dolores Madrigal. Thor, der Florist. Ich weiß, was geschieht. Erste Hilfe. Zauberbesen. Ursulas Plan. Katakalo. Scuttle. Mickey Mouse, verspielter Zauberer. Ach, sehr schön. Guck mal, Mickey hier aus Phantasia. In Holo wäre die nice, denke ich. Wunderkerze. Mulan, verwundeter Soldat. In Holo. Ja, okay. Ich finde immer noch dieses Set bisher von den Artworks tatsächlich das schönste Set, was es bisher gab. Muss man sagen. So. Versuch. Luisa Madrigal. Pegasus. Olaf. Max. Loyala. Hirtenhund. Nochmal Luisa Madrigal über den Stahl. Unterschreibt die Rolle. Camilo Madrigal. Hey, hey. Geheimnisvolle Rose. Ich glaube, die hatte ich auch noch nicht. Sehr schöne Karte, ja. Schöne, schöne Karte. Tuk, tuk. Jetzt nochmal ein Rot. Eisklotz. Achso, das war's schon. Eisklotz in Holo. Ich habe gar nicht gesehen, dass die Holo ist gerade. Aus meinem Blickwinkel. Die überzeugt mich nicht so in Holo. Aber ich sag's ja zigmal. Diese Karte wäre schön in Holo, diese Karte wäre nicht schön in Holo, bla bla bla. Das kennt ihr schon. Verwandelter Küchenchef. Atlantica. Die Planke. Meerschaum. Mac. Themen, Erleben und Sterben. Nochmal Mac, aber eine andere. Verlassen im Wald. Mulan. Goofy, der Super Goof. Minnie Maus als Musketier. Ich glaube, die habe ich auch noch nicht gehabt. Schönes Artwork. In Holo wäre die nice. Und verborgener Tintenformer. Die Karte ist mega krass. Sieht in Holo auch echt nice aus. Ja. Du spielst die Karte, darfst eine Karte ziehen. Und dann jede meiner Handkarten darf ich inken. Egal, ob die da was zum Inken drumherum haben oder nicht. Also wenn das nicht krass ist, ich behaupte mal, das muss in fast jedem Deck, was grün spielt, mit drinne sein, das Teil. Also ich kann mir wenig Decks vorstellen, wo diese Karte nicht mega gut ist. Muss ich ja sagen. Und was wir mega Gutes hier rausziehen, sehen wir jetzt. Zum einen Fali, Daisy Duck, Tong, Anna, Ludo, Themen erleben und sterben, Antonio Madrigal, unterschriebener Vertrag, Olaf, Karottenliebhaber, Rapunzel, wertschätzende Künstlerin, sehr schöne Karte. Wir reden nicht über Bruno. Und Mulan, gepanzerte Kämpferin. Gibt schönere Holos, aber hey, sure why not. Sure why not. Ah, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Ich glaube, ich ziehe auch hier keine Enchanted raus. Aber mir kann niemand vorwerfen, dass ich es nicht versucht hätte.
mit einem zweiten Display. Ja, für euch hier. Tong, nochmal. Tic-Tac. Gunther, wer gern Ihnen Architekt? Hans, August Hiemann Regal. Arges, der Zyklop. Du musst nur tiefer in dir graben. Tod dem Biest. Mulan, feindliche Verstrickung. Ariel, singende Meerjungfrau. Anna, wahres Herz. Sehr schönes Artwork, coole Karte. Und Aladdin, entscheidender Schwertkämpfer. Ich glaube, die habe ich sogar schon ein- oder zweimal als Holo. Kein Enchanted. Aber hey, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt erst mit dem allerletzten Booster Pack. Und hier drin, in diesem Booster Pack, ist Mulan. Casa Madrigal. Den Trank brauen. Wintercamp. Stitch. Ariel, entschlossene Jungfrau. Daisy Duck, reizende Dame. Ling, Soldat des Kaisers. Herkules, wagemutiger Herrgott. Prinz Philipp, galanter Verteidiger. Nochmal Belle, vollendete Mystikerin. Richtig schönes Artwork, hammermäßiges Artwork. Vielleicht sogar mein Lieblingsartwork aus dem gesamten Set, muss ich sagen. Und Thor als Florist in Holo. Sure, why not? Auch die Blumen dürfen Holo sein. Komm schon. Ich habe übrigens ewig auf dieses Display gewartet, weil ich die falsche Adresse angegeben hatte, ich Trottel. Deswegen hat es ein bisschen mit dem Versand gedauert. Umso erpichter bin ich darauf, diese Karten jetzt endlich zu öffnen für euch. So, die Planke. Zauberbesen. Die Schicksalsgöttinnen, cooles Artwork. Eisklotz. Atlantika. Zauberbesen. Abschaum. Schwefel. Triton in jungen Jahren. Zum quietschenden Entchen. Cool. Das ist die Taverne. Die Taverne aus, Rapunzel. Hatte ich auch noch nicht. Nice. Gefällt mir. Hera, Königin der Götter. Herkules Mutter. Und Zeus, der gehörte Blitz persönlich. Oh, das passt ja irgendwo, ne? Dass die beiden zusammen im Pack sind. Direkt hintereinander. Die eine Holo. Zufälle gibt's. Die gibt's gar nicht. Ich habe bisher noch keine einzige goldene Karte gezogen. Das war ja beim letzten Pack-Opening so krass. Da hatte ich ja so viele goldenen drin. Bisher noch gar keine. Ach, ich glaube, ich habe richtig Pech mit dem Display. Eieieiei. So, Trainingsgelände. Casa Madrigal. Verboten als Hintenformer. Da ist wieder die gute Karte. Anna, sturmtrotzend. Max, loyaler Hirtenhund. Mühsam Madrigal. Mickey Mouse, Dirigent. Mulan, gepanzerte Kämpferin. Sisu, wagemutige Besucherin. Die Mauer muss weg. Zauberbesen und Casa Madrigal in Holo. Oh, die geht eigentlich als Holo. Die geht schon klar. Bisher noch nicht mal eine goldene. Oh Leute, ich glaube, auch wenn ich die Artworks dieses Sets voll gerne mag, ich glaube, es ist verhext. Guck mal, ich habe noch nichts richtig Brauchbares hier gezogen. Ich glaube, das wird sad hier. Das wird sad ausgehen. So, Herkules, tollpatschiges Kind. Arme Seelen in Not. Jack, gründlich prüfen. Von Unruh. Ariel, entschlossene Meerjungfrau. Julietta Madrigal, oder Julietta. Ling. Lishang, cooles Artwork. Ariel, Schatzsammlerin. Ferkel, tapferer Schwertkämpfer, immerhin. Unsere erste Goldene. Unsere erste Goldene haben wir auch schon aus dem vorherigen Set gezogen. Cool. Immerhin. Nice. Mag auch das Artwork sehr von diesem Ferkel. Und wir haben Prinz Erik. Seefahrender Prinz. Ja, da gibt es bessere Holos. Denke ich. Ich glaube, die Hälfte der Packs haben wir sogar auch schon offen. Bisher auch nur eine goldene. Naja, man könnte ja sagen, dafür hatte ich mehr Glück bei dem vorherigen Display. Da habe ich ja wirklich sehr viele goldene rausgezogen. Aber vielleicht zumindest eine Enchanted, wenn es nicht so viele goldene gibt, wäre schon nice, ne? So, wir haben nochmal Raya, Wächterin des Drachenjuwels. Meerschaum. Carly, schlaf ein. Gründlich prüfen.
Pluto, Argus Teddy Club, Fabius, Chifu, Jesus. Oh, Ursulas Garten. Ich glaube, die hatte ich auch noch nicht. Oh, cooles Artwork mit den armen Seelen, die sie hier gefangen hat. Ursulas Garten, schöne Karte. Hades, falsches Spiel. Guckt mal, jawohl, da ist die zweite goldene immerhin. Immerhin ist da die zweite goldene, den hatte ich auch noch nicht. Jawollo, wunderbar, geht doch. Und die ist auch relativ gut, die Karte. Gefällt mir. Und wir haben Kanone der RLS Legacy. Naja, gibt, denke ich, schönere Karten als Holos, aber okay. Okay, immerhin zwei goldene bisher. Aber das Ziel ist natürlich, ganz klar, das Ziel ist die Enchanted. Das ist ganz klar, das ist das Ziel. Ob wir dieses Ziel erreichen oder nicht, weiß nur das Herz der Karten. So, wir haben Pegasus. Belle, ungeübte Mystikerin. Thor. Aurora. Das Erik. Rieser Madrigal. Abschaum, Meerschaum. Mac. Iduna. Isabelle Madrigal. Sehr schönes Artwork. Lumière. Auch schönes Artwork. Und die Vitalsphäre in Holo. Oh Leute, es wird eng. Ich habe fast alle Packs durch. Und wie schnell das auch einfach geht mit dem Unboxing von so einem Display, wenn ich nicht über jedes einzelne Artwork ausraste, weil ich es zum ersten Mal sehe. Ne? Das ist schon verrückt, wie schnell das auf einmal geht. So, Li Shang haben wir. Zauberbesen, verbotener Tintenformer. Hans, Prinz Erik, Yao, Sisu, weise Freundin. Ja, ich trete es klein. Beast, verwundet. Raya, unaufhaltsame Kraft. Kleine Neu. Ach, guck mal, diese kleine Neu hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Immerhin. Silberne Karte. Und dahinter versteckt sich noch Argus, der Zyklop in Holo. Ah, ich werde richtig nervös langsam. Nur zwei goldene. Keine Enchanted. Boy, oh boy. Pegasus, fliegendes Ross. Belle, ungeübte Mystikerin. Karali, schlaf ein. Eisklotz. Augustin Madrigal. Aus Versehen schon, weil ich so schnell dass die zweite Karte hier mitgezogen habe. Luisa Madrigal. Wieso habe ich die denn hier auf grau gelegt? Das ist doch rot. So. Magisches Dienstmädchen. Hades, akribischer Planer. Aladdin, tapferer Retter. Herkules, geliebter Held. Immerhin diese Karte nochmal gezogen. Die brauche ich für mein zukünftiges Deck. Elsa, Sturmjägerin. Und kaiserliche Bekanntmachung in Holo. Mäh. Oh Leute, wir sind fast auf dem Boden. Ja, wir sind jetzt schon auf dem Boden. Oh, meine Güte. Ich werde richtig nervös, ne? Ich glaube, ich ziehe hier nichts besonders Krasses mehr raus. Ist das ärgerlich. Aber ey, es ist immer Glücksspiel, ne? Das muss jedem klar sein, der sich so ein ganzes Display oder generell der Booster Packs kauft. Es ist immer Gambling, ne? Es ist immer Gambling. Mal gewinnt man, mal verliert man. Und eher verliert man öfters, als dass man etwas gewinnt. Trainingsgelände. Rosenlaterne. Schicksalsgöttinnen. Pascal. Mirabelle Madrigal. Chinpu, Ursulas List, Felix Madrigal, Khan, geliebtes Ross, Schätze und Zeug, oh, das hatte ich glaube ich auch noch nicht, Gaston, verruchter Händler und Bruno Madrigal in Holo, die silberne Bruno-Karte in Holo, ich hätte so gerne einen Chartes aus diesem Set. Aber es soll wohl nicht sein. Herkules. Tollpatschiges Kind. Pico, hilfsbereiter Tukan. Mac, hinreißende Zynikerin. Fali, Mulans Mutter. Daisy Duck, Musketierspionin. Theben. Marshmallow.
Visionsplatte. Olaf, Karottenliebhaber. Phil, kein Unsinnsausbilder. Mickey Mouse, Kapitän der Musketiere. Guck mal, zumindest noch eine dritte goldene. Den hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Ich glaube auch tatsächlich, ich habe jetzt alle Musketierkarten zumindest zusammen, die in dem Set, die es gab. Noch zusammen mit dem anderen Display, was ich vorher hatte. Cool, schöne Mickey Mouse Karte, noch eine dritte goldene, immerhin. Und, wie passend. Mickey Mouse nochmal als Fahnenträger. Aber in Holo. Los, geh auf. Li Shang, Sohn des Generals. Zauberwesen. Diablo, Malefiz Spion. Ich weiß, was geschieht. Von Unruh. Themen, ich habe so viele Themenkarten. Prinz Erik, Ursulas Bräutigam. Kaiserlicher Bogen. Gewichte der Medaillen. Mademoiselle Poutine. Dang Hu, ich weiß immer nicht, woher Dang Hu ist. Ich hab's total vergessen. Und, oh, Daisy Duck in Holo. Gar nicht mal so schlecht als Holo. Nur noch 4 Packs. Dann sind wir schon durch. Oh, betet zu den Disney-Göttern, dass ich hier noch was richtig Krasses ziehe. Betet zu den Disney-Göttern. Wir haben die Vitalsphäre. Rosenlaterne. Versteckte Grotte. Olaf. Mirabelle, Luise, Gardagalo, Prinz Erik hatten wir eben schon, und das Biest, der kleine Stern Naseweiß, Ariels Grotte und Luisa Madrigal in Holo. Nur noch 3 Packs. Oh Leute, es ist sad. Es ist so sad. Scheiße, nein. Ey, ich ziehe hier nichts geil, nichts Krasses, nichts Geiles mehr raus. Oh, ist das sad. Aber lasst euch dieses Unboxing dann als eine Warnung. Ja, lasst euch das als eine Warnung dienen. Don't do pack, kids. Fasu. Mit Schwung in die Aktion. Ausweichen. Tuk, tuk. Schallplattenspieler. Yao. Donald Duck. Ursula. Lawine. Eisfläche. Kleine Neu. Und Ariels Grotte in Holo. Oh, guck mal, in Holo sieht ja aber sehr nice aus, oder? Das hat schon was. Aber, ja. Nur noch 2 Packs. Hier ist definitiv kein Enchanted mehr drin. Der Zug ist abgefahren. Und schon weit über die Mitte des Packs und des Unboxings hinaus. Da wird kein Enchanted mehr drin sein. Ah. Verdammt, 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 verdammt. Aber okay. Vielleicht kriegen wir zumindest noch eine coole aussehende Holo. Eine normale, cool aussehende Holo. Benja. Luisa Madrigal. Jack. Valentin Jeff. Stitch. Ariel. Pegasus. Li Shang. Sisu. Alma Madrigal. Peter Pan, Schattenfinder. Und Anna. Den Sturm trotzend. Ja, geht klar. Gibt schlimmere oder gibt schlechtere. Aber vom Hocker hauen tut die mir jetzt komplett auch nicht. Ey, das ist das letzte Pack jetzt, ne? Das ist jetzt das letzte Pack. Ich habe jetzt 3 goldene gezogen. Nichts wirklich super krass Holo-mäßiges. Und ein Enchanted wird never ever hier drin sein. Ist das sad. Leute, ist das sad. Aber wünsche mir trotzdem Glück. Was ist in diesem letzten Pack drin? Oh, ist das sad. Aber wir gucken uns an, was hier noch drin ist. Also, das allerletzte Pack beinhaltet Mulan, verwundete Soldatin. Dolores Madrigal, gute Zuhörerin. Den Trank Braun als Aktion. Pascal, neugieriges Haustier.
Ursula als Vanessa. Yao, Soldat des Kaisers. Felix Madrigal. Camilo Madrigal. Ja, ich trete es klein. Die Musen. Immerhin nochmal ein schönes Artwork. Raja. Königlicher Beschützer. Und die letzte Karte aus diesem Display, aus diesem Pack. Wird sicherlich kein Enchanted sein, sondern es ist Visionsplatte in Holo. Ja, also. Mal gewinnt man, mal verliert man. Immerhin noch zwei, drei goldene bekommen, die ich noch nicht hatte. Aber ansonsten sehr mau. Sehr mau, dieses Display. Dieses Mal kein Glück gehabt. Ja, kein Glück gehabt. Aber wie gesagt, mal gewinnt man, mal verliert man. Aber eine Sache zu Ursulas Rückkehr habe ich noch. Ja, auch das Unboxing von Ursula wird nochmal rückkehren. Keine Ahnung. Ihr seht es dann demnächst auch hier auf dem Kanal. Wenn ihr wissen wollt, was ich noch zu Ursulas Rückkehr habe, und es ist kein Display, nein, es ist kein Display, aber wenn ihr sehen wollt, was ich hierzu noch auspacken kann, dann abonniert mich gerne, macht die Glocke an beim nächsten Video oder vielleicht beim übernächsten, ich bin mir nicht sicher, aber beim nächsten Video oder eines der nächsten Videos werdet ihr es erleben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal sage ich tschö mit Öl und Haunse, Baunse. Cool, dass du das Video bis zum Schluss geschaut hast. Wenn du mich supporten möchtest, dann kannst du das tun, indem du dem Video einen Like gibst und mir ein Abo dalässt. Schreib mir gerne einen Kommentar, vor allem wenn du ein neuer Abonnent bist. Und wer weiß, vielleicht tauchst du dann ja im nächsten Video auf. Danke und tschö mit Ö und Haunse, Baunse.